Jo Leute, was geht ab? College am Start. Heute gibt's endlich das Q&A. Ich habe es ja vor circa einem Monat oder so auf Instagram und auf YouTube angekündigt. Kam ein paar Sachen dazwischen, vor allem mit Producer Gang. Da kamen immer neue Ideen und ja, wir wollen so machen und dann musste man immer wieder neue Sachen machen. Deswegen hat sich's ein bisschen verschoben. Jetzt ist es aber endlich soweit. Jetzt stelle ich mich hier den Fragen. Okay, und ich glaube, ich fange erstmal an mit den Fragen auf dem Community-Tab auf YouTube. Und ich glaube, ich werde es dann auch so aufsplitten. Also ich werde, glaube ich, mehrere Parts machen von Q&A. Days erstmal jetzt beim Community-Tab, dann auf Instagram und so weiter. Ja, ich glaube, so wird es am besten, weil es kamen schon einige Fragen und ja, ich habe auch keinen Bock, so eine Stunde Video oder so zu machen, deswegen, ich mag lieber so mehrere Parts. Okay, dann schauen wir mal, was hier so alles reinkam an Fragen. Fangen wir mal an mit der Top-Frage ganz oben von Metro Beats. Er sagt, hey, erzähl doch mal deine Geschichte, wie es bei dir angefangen hat und wie du es geschafft hast bis hierhin. Würde mich freuen und kannst du mich grüßen, bist echt der Beste. Yo, danke dir, Digga. Grüße auf jeden Fall an Metro. Ich merke mir auch auf jeden Fall die Namen, wenn öfters kommentiert wird und so. Metro ist auf jeden Fall länger dabei, das weiß ich. Und ja, man, Shoutout auf jeden Fall an dich. Danke dafür, für den Support und auch für die Frage. Okay, dann zur Frage. Das ist safe so eine Frage. Ich bin mir 100% sicher, danach, wenn ich die Aufnahme beende, werden mir bestimmt noch so Sachen einfallen und ich werd mir so überlegen, okay, wieso hast du mich nicht das erwähnt, das? Weil da könnte ich jetzt so stundenlang erzählen, ist echt schwer auch so zusammenzufassen, aber ich werde es mal versuchen, so gut es geht zusammenzufassen und ja, dann einfach in anderen Q&As oder bei anderen Videos einfach mehr zu erzählen und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll überhaupt, ganz ehrlich. Okay, machen wir mal von Anfang an. Meine Eltern sind hier nach Deutschland gekommen, 92. Die sind Kriegsflüchtlinge aus dem Ex-Jugoslawien, sind hier gekommen. Ja, meine Eltern haben sich hier hochgehasselt. Ich glaube, bei jedem Kriegsflüchtling ist, glaube ich, nicht einfach, wenn er in ein neues Land kommt und ja, neue Sprache, neue Kultur, neue Regeln, Gesetze, alles Mögliche. Deswegen, ja, ich kann mir gut vorstellen, erste Jahre waren schwer. Danach hat man sich so gefunden, Job gefunden, dies, das und hat dann so langsam alles aufgebaut. Okay, dann war Kindergartenzeit. Im Kindergarten, bei mir war es so, also so wie es mir Leute erzählen, Eltern, Verwandte und so weiter. Ich war so ein Typ, ich war mehr so zurückhaltend. Ich habe nicht viel mit Leuten geredet, so sozialisiert. Und ja, ich war so antisocial. Kann auch gut daran liegen, dass ich eben die Sprache nicht konnte und hatte Struggles auch mit der Sprache. Ich hatte Probleme mit dem Reden wegen Stottern. Also ich hatte da so meine Struggles. Ja, so hat sich irgendwie alles entwickelt. Und die erste Leidenschaft, so wo ich mich dran erinnere, war, dass ich das Zeichnen und die Kunst für mich so gefunden habe. Das war, glaube ich, so auch zu dieser Zeit so die einzige Möglichkeit, wie ich mit anderen kommunizieren kann, so mäßig, wie ich meine Gedanken so zusammenfassen kann und das, was mich halt so erfüllt hat, mäßig. Und ja, was ein weiterer großer Driver war, glaube ich, später dann, ich glaube, 5., 6. Klasse, Fußball und so Taekwondo war ich auch. Ja, Taekwondo und Fußball, das waren so die Main-Sportarten, so da habe ich, glaube ich, die Competitiveness so in mir geweckt, so ich mag Wettbewerbe, ich mag es mich zu competen, auch so heutzutage in so Online-Games, so diese Competition suche ich schon. Und ja, 5. Klasse war ich Realschule und ich glaube, damals habe ich dann auch Hip-Hop für mich entdeckt. Das war so die erste Zeit, glaube ich, 5., 6. Klasse, irgendwie sowas. Ich weiß aber leider nicht, wie ich das entdeckt habe. Ich glaube, durch Kollegen oder so, ich weiß nicht. Und Hip-Hop war für mich so eine Art, einfach eine, es war mehr als Musik, das war eine Lebensart für mich so. Und Lebensart einfach, weil ich gesehen habe, okay, diese Leute sind ähnlich vom Mindset wie ich, reden über die gleichen Sachen, sind nicht wie die anderen jetzt, so, keine Ahnung, Lehrer oder irgendwelche anderen Autoritätspersonen, reden dauernd über so Bürokratie-Zeugs und so. Das war gar nicht so meine Welt. Für mich war eher so die Kunst meine Welt und deswegen hat man sich halt damals schon so ein bisschen wie ein Alien gefühlt, so in der Gesellschaft. Und ich habe halt zu dieser Zeit, ich konnte es halt nicht verstehen, dass es auch andere gibt, so, die so denken und die Bock hatten auf Kunst machen, auf Competition, auf so Zeugs. Und ich wusste das eben damals gar nicht. Und als Hip-Hop dann so kam, habe ich das erste Mal so mich identifiziert gefühlt. So, ich habe gesagt, okay, das sind Leute, die
das Gleiche durchleben, die reden über die gleichen Probleme in der Gesellschaft, so zum Beispiel gesellschaftskritische Sachen, die Art, wie man spricht, die Art, wie man sich verhält, alles mögliche halt, die komplette Kultur. Das hat mir eben so gefallen. Das war auch, glaube ich, ein bisschen so ein Rebellismus, so Art von Rebellismus kann man schon nennen. Und Hip-Hop und die Künstler auch in anderen Bereichen haben mir damals halt gezeigt, dass es okay ist, anders zu sein und anders zu denken. Ja, das war, glaube ich, schon ein wichtiger Part in meinem Leben so, dass ich das gefunden habe und mich nicht mal so einsam gefühlt habe mäßig. So, das war, glaube ich, so ganz, ganz wichtiger Part in meinem Leben. Ja, was habe ich denn damals alles gehört? Ich glaube, es hat angefangen alles mit 50, Eminem, die G-Unit-Era, so, das war so das Große, wo ich deeper drin war. Und ja, danach kamen dann Leute wie Lil Wayne, ganz großes Vorbild damals. Lil Wayne hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es, vor allem das, wo ich vorhin gesagt habe, dass es okay ist, anders zu sein, anders zu denken und dass es okay ist, quasi ein Alien zu sein, so mäßig, zu dieser Zeit. Er war auf jeden Fall eine sehr große Inspiration für mich damals. Wer auch eine große Inspiration war, war Kanye West damals. Er kam halt komplett frisch in die ganze Rap-Welt und hat einfach gezeigt, dass es hat noch abstraktere Sachen gemacht. Ja, damals war es halt auch so ein bisschen verpönt, nicht von der Street zu sein und nicht die ganzen Sachen erlebt haben zu müssen und so weiter. Und Kanye hat dieses Eis halt komplett durchbrochen. Der ist reingegangen, hat sich irgendwelche, keine Ahnung, Fashion-Pieces gegönnt, kam da rein, hat komplett über andere Sachen gerappt, gesungen, Autotune verwendet und ja, so verschiedene andere Sachen, so wo einfach künstlerisch das Ganze vorangebracht hat, finde ich. Und ja, das war halt am Anfang, das waren so meine Vorbilder damals. Danach kam dann Deutschrap mit Agro Berlin, Erst guter Junge, German Dream habe ich sehr gefeiert. Und zu dieser Zeit, vor allem ganz wichtig für die Jüngeren, zu dieser Zeit war Hip-Hop nicht so angesagt. Also es war schon vor allem von den Älteren so ein bisschen verpönt und die haben dich dann so dumm angeschaut und ihr wisst schon, das Ganze macht doch was Anständiges. Wie kannst du dich so anziehen? Wie kannst du so laufen? Wie kannst du sowas machen? Wie kannst du so reden und so weiter? So das Typische, das war damals extrem. Also das war mit heutzutage gar nicht zu vergleichen. Heutzutage ist ja alles mehr Mainstream und jeder weiß was oder so der größte Teil, würde ich mal sagen, weiß schon, was Rap ist und was die Kultur ist und alles. Aber damals war es halt komplett Corporate, Bürokratie, komplett, du darfst nicht so sein, du musst dich schön so einreihen und so weiter. Das war noch viel stärker damals. Heutzutage ist ja alles viel besser, Gott sei Dank. So. Und ja, deswegen danke und Shoutout an alle, die Eisbrecher waren am Anfang, die das Ganze durchbrochen haben und so eine Kultur gebildet haben hier. Ja, in den Staaten war es halt für mich 50, Eminem, Kanye, Lil Wayne. So, das waren die Eisbrecher damals. Und ja, in Deutschland eben Agro Berlin, Spekta vor allem war einer der Gründer davon. Und ja, und Shoutout auf jeden Fall an die Gründer. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. So, es war auf jeden Fall, glaube ich, extrem schwer, vor allem, ich erinnere mich noch, zu meiner Zeit war es halt extrem verpönt, sowas, aber damals noch sowas durchzusetzen und wirklich dran zu bleiben und daran zu glauben, an der Vision, das ist auf jeden Fall gut ab. Boah, Digga, ich schweife immer so ab. Und ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Und ja, zu dieser Zeit habe ich mehr Deutschrap gefeiert. Danach kam dann Ami-Rap immer mehr. Deutschrap wurde weniger. Ich habe einfach, keine Ahnung, habe das ganze Autotune-Ding und den ganzen modernen Touch aus dem Süden vor allem mega gefeiert. Es war, ich glaube, 2009, 2010 so die Zeit. Da kam noch Lex Luger war da am Start und ja, der ganze Süden so in den Staaten war richtig am Kommen und das hat mir halt irgendwie mehr gefallen. Und in dieser Zeit müsste es ungefähr sein, so 2010 vielleicht, wo ich dann zur Musikproduktion gefunden habe. Und ja, ich war eben zu dieser Zeit mega in dieser Kultur drin und habe dann eben viel auf YouTube geschaut und habe dann gesehen, dass Leute eben Beats machen und das Ganze aufnehmen und ja, ich fand es einfach mega interessant. Das war so, okay, krass, sowas geht und so. Also ich war sehr inspiriert davon, von Lex Luger, von Southside dann später.
Ja, damals kam noch das Carter 4 Album von Lil Wayne. Das habe ich zu Tode gefeiert. Das ist immer noch eins meiner Favorites. Dann 2010 My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye. Das war so für mich der Holy Grail für Beats, für Kunst. Noch dieser eine Film da, den es gab von My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Das war extrem. Da habe ich so gesehen, dass Rap und andere Kunstformen so zusammen gemixt wurden und es einfach komplett ein anderes Bild erzeugt wurde. Und ja, man, das war auf jeden Fall sehr große Inspiration. Und wie ich zum Beatsmann überhaupt gekommen bin, war, als ich einfach, keine Ahnung, ich glaube, damals habe ich einfach extrem diese ganzen Videos geschaut aus dem Süden, diese ganzen, keine Ahnung, von Lex Luger, Waka Flocka Flame und so die ganze Gruppe, wie sie Beats gemacht hat. Und damals auch noch, stimmt, da waren noch die Ryan Leslie Videos. Das war auch eine große Inspiration. Und es war eben so die Mucke und der Lifestyle, den ich sowieso gefeiert habe. Und dann noch, dass man irgendwas erzeugt von null quasi, irgendwas erzeugt und das dann so präsentiert. Das war halt für mich so die Mischung, die es halt ausgemacht hat. Ja, ich habe mich dann einfach erkundigt. Damals gab es noch War Beats auf YouTube. Das waren, glaube ich, sogar die ersten Videos. Danach gab es, oder ich weiß nicht, davor oder danach, bin mir nicht sicher, die ganzen Ryan Leslie Videos. Das war auch auf jeden Fall große Inspiration. Dann natürlich Lex Luger, Southside in the Studio Making Beats, so diese ganzen Videos, diese Studio Sessions. Ja, dann kam so ein bisschen die Soundclick-Zeit. Zu dieser Zeit war Superstar und Vibe auf jeden Fall einer der größten Inspirationen für mich, weil die haben mir damals gezeigt, dass man das Ganze auch selbstständig machen kann und nicht unbedingt so den traditionellen Weg gehen muss. Also wisst ihr, so diesen traditionellen, ich lerne Leute kennen, durch irgendwelche Leute lerne ich dann die kennen und diese Leute vermitteln mich dann an irgendwelche Artists oder ich komme in Sessions rein und bekomme dann vielleicht so einen, keine Ahnung, so einen Vorschussdeal oder irgendwie sowas. Und die waren die Ersten, die das komplett selbstständig gemacht haben mit ihrer Online-Präsenz. Die haben dann auf YouTube Videos hochgeladen. Vibe damals nicht, Superstar war es, der hat dann so Videos hochgeladen, so vlogmäßigen Content auch reingebracht und einfach so seinen Weg dokumentiert, das Ganze gezeigt auf YouTube. Und ja, ich fand es einfach zu dieser Zeit extrem inspirierend, wie er halt geschafft hat, das Ganze aufzubauen, seine eigene Marke und komplett Freiheit genießt und sein eigener Chef ist und das Ganze macht, was er will, ohne dass ihm jemand sagen muss, ohne dass er sich an andere irgendwie hochziehen muss, ohne dass er irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Vorschriften hat. Du musst es so machen, du musst es so machen. Und ja, Digga, ich habe dann mit der Zeit immer mehr Beats hochgeladen, habe dann nach einer Zeit Tutorials angefangen, damals noch auf Englisch. Ja, mir hat es damals einfach mega Fun gemacht, etwas aufzubauen von null, also von Anfang an und das einfach zu schauen, wie weit ich es bringen kann. Für mich ist es einfach so wie ein GTA-Spiel so. Also ich bin die Hauptperson und mir macht es einfach Fun, das Ganze aufzubauen. So den Hustle, der Prozess dabei macht mir Fun. Und dann eben, dass ich mich mit der Kunst ausgedrückt habe und das Zusammenhalt, das war halt für mich so das Ding so. Ich habe nur das gemacht. Und ja, so kam das eben dann so Stück für Stück. Neue Ziele wurden gesetzt. Ich habe meine ersten Beats verkauft und ich wusste bei den neuen Zielen, dass ich irgendwann mal mit meinen Englischkenntnissen so an die Grenze kommen und ich wüsste halt nicht, wie ich mich dann in bestimmten Situationen ausdrücken soll, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwann mal Vlogs machen sollte oder irgendeinen anderen Content, so der mir auch gefällt. Weil ich habe halt nur das Schulenglisch gehabt und das, was ich halt so durch YouTube-Videos kenne und so durch Texte und so. Also ich hab nie wirklich Englisch gesprochen und deswegen wusste ich halt, irgendwann mal kommt das so die Grenze und ja, dann kam ich auf die Idee, mach das doch einfach auf Deutsch. Das Problem war aber, hier gab es keine richtige Musikproduzentenszene auf YouTube. Also es war nicht wirklich so wie in den Staaten, dass es wirklich in der Kultur drin ist und dass es überall stattfindet. Tja, ich habe dann einfach gesagt, ich bilde hier eine Producer-Community. Ich wusste, irgendwo gibt es Produzenten, die genauso wie ich ticken, die genau das Gleiche feiern und ich muss es einfach erzeugen. Ich muss mir den Markt einfach neu erzeugen. Und zu dieser Zeit hatte ich, ich glaube, so 800, 900 Abonnenten
oder vielleicht knapp unter 1000, irgendwie sowas. Und ich habe jahrelang Typebeats hochgeladen, habe Content auf Englisch gemacht und das jahrelang eben ohne diese Aufmerksamkeit, also immer hochgeladen und immer, das war halt das Wichtige, ich habe halt nie aufgegeben. Und ja, dann eben mit dem Ziel, eine Community hier aufzubauen, hatte ich das erste Tutorial hochgeladen. Das war damals, glaube ich, FL Studio Tutorial 1, ich glaube, ich habe da, genau, das war die Tutorial-Reihe, da habe ich so ein Tutorial nach dem anderen hochgeladen und ja, das war einfach so eine Einsteiger-Tutorial-Serie für FL Studio, für Musikproduzenten. Ja, die ersten Videos hatten auch nicht so hohe Zahlen, aber dann mit der Zeit, ich bin halt immer dran geblieben und mit der Zeit kam dann immer mehr und mehr und ich habe mich echt gefragt, so was geht hier ab? So viele Abonnenten plötzlich bekommen und ich habe halt die ersten tausend, die waren halt, das hat jahrelang gedauert und dann habe ich irgendwie, ich glaube, das nächste Jahr, wo ich angefangen habe, Content auf Deutsch zu machen, hatte ich, glaube ich, direkt 1000 bekommen, 1000 Abonnenten. Ja, dann immer weiter gepusht, neue Tutorials gemacht, andere Formate ausprobiert. Ja, dann mit der Zeit immer mehr auf Instagram immer mehr Nachrichten bekommen von Produzenten, die gesagt haben, ey, wegen dir habe ich angefangen, Mucke zu machen. Dann habe ich gesehen, dass andere Unternehmen auch viel Geld reinpumpen und auch eine Producer-Community aufbauen wollen, andere Content-Creator. Und ja, das hat mich halt einfach so noch mehr motiviert. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt kann ich wirklich so die Community aufbauen und das Ganze noch auf ein nächstes Level bringen. Das pusht mich halt immer weiter zu machen, die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, Kommentare und so weiter. Das motiviert mich halt auch weiter zu pushen. Boah, Digga, diese Frage hat mich auf jeden Fall jetzt übelst viel Zeit gekostet. Ich bin komplett links, rechts gegangen, habe alles erzählt. Ich weiß gar nicht, wie ich das am Ende noch cutten soll. Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein längeres Video und ich glaube, wir machen noch zwei Fragen. Okay, dann machen wir mal weiter mit den nächsten Fragen. Also Acid fragt, hast du dir das selbst beigebracht oder hattest du auch, ich sag mal, Lehrgänge oder Bekannte, die dir geholfen haben? Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, komplett alles selbst beigebracht. Alles, was man braucht, ist ja aktuell in Google drin. Also alles, was ich gemacht habe, komplett alles habe ich selbst gemacht. Also mit Google, YouTube, Artikel lesen, Interviews schauen, Podcasts hören. Alles, es gibt alles eigentlich auf Google. Alles, was du brauchst, egal. Gut, manche Berufe, so Ärzte und andere Berufe, da gibt es natürlich so den Schulweg, den klassischen. Aber ich würde mal sagen, für 90% der Sachen, die man aktuell macht, gibt es eigentlich eine Anleitung auf YouTube oder Google. Und Google ist so der neue Lehrer, so meiner Meinung nach. Google ersetzt auch so die meisten Lehrgänge in Schulen, irgendwelche Fernstudien, irgendwas. Google ersetzt das alles meiner Meinung nach und ja, alles habe ich mir bis jetzt über Google, YouTube und eben so Interviews, Podcasts und so beigebracht. Okay, dann fragt Acid noch, was sind deine Vorbilder? Ich würde sagen, speziell Musikproduktion würde ich sagen Mike Dean. So, das ist so eins meiner größten Vorbilder. Der macht schon seit Tupac-Zeiten, seit, ich weiß nicht, Madonna hat er, glaube ich, auch produziert. Und dann natürlich mit Kanye West, Kid Cudi, Travis Scott, Jay-Z, alle möglichen hat er schon produziert. Und der ist meiner Meinung nach so der kompletteste Produzent. Der kann mixen, mastern, der macht die Beats. Live vor allem, live ist er krank, aber auf Gitarre oder Keyboard. Ich würde schon sagen, dass Mike Dean so weit oben ist bei meinen Favorites und sonst von Artists, Kanye West würde ich sagen, so der hat mich auf jeden Fall extrem inspiriert, nicht nur mit der Mucke, sondern auch mit seinem Mindset, mit seinen Ideen, die er hatte, immer mit Sachen durchsetzen und sich auch getraut hat, so der Erste zu sein und den ersten Schritt zu wagen. Und diese Sachen haben mich bei ihm sehr inspiriert, dann natürlich Lil Wayne war auch eine sehr große Inspiration für mich und damals auch ein sehr großes Vorbild für die Mucke und bei Lil Wayne halt vor allem das Ganze, dass er so crazy ist, das Ganze durchzieht, genau dazu steht, was er macht und ja, der ist auch extreme Inspiration für die ganzen neuen Artists, was irgendwie so meiner Meinung nach auch ein bisschen untergeht. Müsst euch mal echt anhören, was der damals gebracht hat. Vor allem das Rebirth-Album ist eines meiner Favorites. Bei Rebirth, wenn man das heutzutage vergleicht mit den ganzen Rock-Einflüssen und so Punk-Rock-Einflüssen gemischt mit Rap, dann war Lil Wayne auf jeden Fall einer der ersten. Dann natürlich mit dem Autotune, dann mit den Looks. Damals hat man sich nicht so angezogen und der war auf jeden Fall einer der ersten, der so den Schritt gewagt hat, genauso wie Kanye West. Okay, dann Young Kenick fragt, wie mixt man die 808 via ein Pro? Wie kann man selber fette Samples machen?
Zur ersten Frage, die 808 wie ein Pro mixen. Es ist halt so in der Musikproduktion, dass es nicht wirklich ein richtig oder falsch gibt. Es ist nicht wirklich so, Musikproduktion ist nicht wirklich Mathematik, so dass man sagt, okay, das ist jetzt richtig, das ist falsch, sondern es ist halt eine Kunstform. Und wenn eine 808 zum Beispiel, sagen wir mal, distorted in so einem Song besser passt als in so einem, dann ist es auch Geschmackssache. Wenn es für dich nice ist, dann dreh die 808 komplett auf, lass sie klippen, distorte sie bis zum Ende. So, wenn du dahinter stehst, den Sound feierst und das durchsetzen willst, dann mach es genauso. Trotzdem finde ich aber, dass 808s eben viel Platz brauchen in den Tiefen, vor allem wenn da noch Kicks hinzukommen oder andere tiefere Elemente. Deswegen würde ich halt bei 808 schon darauf achten, dass die genügend Platz haben in den Tiefen und jede tiefe Frequenz, die in einem Instrument ist oder in Drums zum Beispiel, vor allem bei Hi-Hats, passt da auf, da gibt es manchmal so tiefe Frequenzen, die ihr eigentlich gar nicht braucht, die könnt ihr einfach rauscutten oder auch bei irgendwelchen anderen Instrumenten so. Diese tiefe Frequenzen würde ich halt rausnehmen, weil die 808 braucht viel Platz, um gehört zu werden und eben Druck zu haben. Dann die Kick 808 Combo, da habe ich ein Tutorial schon gemacht, das mache ich meistens mit Sidechaining. Und du stellst den Kompressor oder den Limiter eben so ein, dass immer wenn die Kick gespielt wird, gleichzeitig mit der 808, die 808 in Lautstärke runtergeht quasi. Und zur zweiten Frage, wie kann man selber fette Samples machen? Ich weiß jetzt nicht, welche Samples du meinst. Meinst du Drum-Samples oder so Melodie-Samples? Aber ich würde sagen, dass 90% davon wirklich Sound-Selection ist. Wenn du schon Sounds pickst, die schon quasi sich durchsetzen und wo du eben so, wo du dir quasi dann dein Beat als einen Equalizer vorstellst, wenn du zum Beispiel so ein Parametric EQ hast vor dir und wenn du da dann deine Sounds so positionieren kannst, dass die eben sich schon ohne viel Mixing so gut anhören und eben da reinpassen in diesem Equalizer quasi, wenn du dir den so vorstellst, dann hast du viel weniger zu tun im Mixing und kannst deine Sounds viel fetter klingen lassen und kannst crazy Sachen machen. So, Sound Selection ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ja, Mann, ich würde sagen, wir machen jetzt hier so einen Cut, weil die erste Frage hat mich ewig lang gedauert, ganz ehrlich. Ich habe da ewig lang geredet und wusste nicht mehr, wo ich war. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen, dies, das. Deswegen, das wird, glaube ich, ein Hustle zum Cutten auf jeden Fall. Ich glaube, das Video wird dann auch etwas länger. Deswegen mache ich mal hier einen Cut und mache dann bei den nächsten Q&As, nehme dann andere Fragen aus Instagram und noch die restlichen hier aus YouTube. Ja, bevor das nächste Q&A aber rauskommt, kommt davor noch das 10K Sample Kit raus. Das sollte nach diesem Video in den nächsten Tagen rauskommen. Dann bekommt ihr alle Infos, alles was drin ist, die ganzen Demos und es wird gelauncht auf producergang.de mit der exklusiven Producergang Edition. Auf dieser Edition wird es noch die Drums geben als Bonus obendrauf. Und ja, Mann, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann sehr bald mit dem Release vom 10K Kit, mit der Demo. Also Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut, peace.